Ja, so ungefähr wird's passen. Good use of Vipers. Ja, thanks. Die können da oben ruhig alles zerstören, wie gesagt. Hauptsache die zerstören jetzt hier nichts Wichtiges. Das würden wir eh nachher wieder abbauen. Die Unit Cap. Weil wir halt nur Nukes bauen werden, ne? Sie wird also die mittlere Road davon. Drumherum müssen wir eh verteidigen mit Experimentals. Aber es wird gleich schon passen. Sollte schneller gehen. Jetzt bin ich auch, wie gesagt, ruhig zerstören. Dies ist nur eine Höhle. Oben sind die gefährlichen Boys. Ja, okay, die haben das schon. Nice. Die Gäste machen das. Die schießen da die ganze Zeit gegen die Mauern. Egal. Ich hab die zwei Geschütze und dann können wir theoretisch noch weiter aufrüsten. Eigentlich muss nur das mittlere Geschütz da down sein. Wenn das da down ist, können wir nämlich da den Wasserexektor noch nehmen. Und wir können jetzt hinten auch gleich ein Schild bauen. Wir auch da oben gleich Units, wie gesagt, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir eher hier T2. Na, es ist dead. So. Eine 3 Spinatflugzeug ohne Saft. Ist schon dead. Okay. Niela. Das muss ganz entspannt sein gleich. Nee. Mal hier diese supportigen Dinger. Erst mal runterfahren. Sehr gut. Das ist zu teuer.
So, El Commodore. Den auf den. Fahren die nicht mit? Nee, nicht. So. Er hilft da auch mit Saugen. Ist ja nice. Ist ja gar nicht, dass sie das früher schon gemacht haben. Ding. Okay. Die Kollegen. Jetzt ist mal dem Kommando? Nee. Nee. Ich jetzt auch. Wir wollen ja auch zwar Malia noch nachher, ne? Wir stellen die mal hier hin. Werden mal aufproduzieren, weil wir brauchen jetzt eigentlich nichts mehr außer hier noch die Ecke, hier Tier 3. Deswegen wollen wir so möglichst schnell Tier 3 Support Commander, dann gehen wir da rüber. Bauen ein bisschen Verteidigung hier auf, dann passt das schon. Support Commander wegen dem Income vor allem. Und dann bauen wir diesmal mehr Speicher, dass wir den experimentellen Ressourcengenerator schneller bauen können. Ist halt jetzt am Anfang was langwieriger, dadurch später halt angenehmer. Tier 1 da. Okay. Da ist ein Zwerg, glaube ich. Machen wir lieber Tier 3 danach hin oder so. Die kommen halt ab und zu die Gunships dann hin, weil hier die. Darf man dann nicht vergessen. Brauchen im Prinzip einen hiervon, glaube ich. Aber wir bauen lieber natürlich zwei wie immer. As always. Hier noch 1000, 2500. Und dann bauen wir da die Speicher dran. Ah, der kommt trotzdem Tactical Rockets. Das habe ich ganz vergessen. Okay.
lohnt sich eigentlich nicht so krass gegen Cybun. Zu viele Raketen meistens, ne? Bitte retten Sie Amalia, Commander. Ryza endet. Lieber so rum. Das macht mehr Sinn. Hey, wir retten die Amalia auf jeden Fall. Das ist keine Sorge da. Ist das ein. Das ist ja sogar mandatory, das Ziel. Oder? Ne, das sind Secondaries. Stören die Basen, retten sie die Loyalisten, guck mal da. Naja. Ja, ja, gut. Oh, die Energie ist drin. Ja, solange die jetzt nicht rot wird. Also solange wir noch Masse haben, ist es gut. Dann geht's noch. Ich glaube, es ist der längste Start, den wir überhaupt jemals in irgendeiner Mission hatten. Mehr Bildpower hier. Null, wie viel Energie das kostet. Ach, die Dinger sind fertig. Oh oh. Ah, einen Unterschied macht es halt nicht, ne? Deswegen bauen die an den Dingern weiter. Na gut. Wird der Commander natürlich viel länger. Wie vermutet. Egal. Ist das funny? Das wird trotzdem viel zu wenig noch sein. 160. Und warum? Minus 90. Wir an dem Ding dran bauen. Stark. Danach immer noch mehr Energie. Lustigerweise. Das ist jetzt lustigerweise. Die bauen einfach viel zu schnell mit den Dingern. Die verbrauchen halt 2000 Energie und 32 Masse oder so. Das habe ich ja nie gesehen. Ist mir neu, dass die so wasted sind. Aber vielleicht, weil wir die auf 3 aufgerüstet haben. Geil. Ey, ist sehr funny. Ja, das ist mir alles ganz, ganz neu. Sehr suspekt. Nicht gewöhnt. Ich bin. So, dann sollten wir auf jeden Fall genug Energie haben. Dann machen wir die Kacke hier mal fertig. Dann haben wir da unsere Ruhe. Und dann machen wir jetzt den Rocket Launcher, damit wir nicht die ganze Zeit dieses Artifeuer haben und das halt so ineffektiv ist. Plus 94.
Hey Jungs, fahrt da hoch. Wir gehen die Raketen hin. Sehen. Irgendwo ins Nichts. Los. Die größte Gefahr ist wirklich, dass hier oben was chillt, was darunter schießt. Guck. 106 Masse pro Sekunde. Das Ding ist auch noch nicht durch. Oh Gott. Wir müssen hier nach echt mal kurz warten, bis die durch sind. Weil die fressen so viel Masse halt, ne? Also die Dinger hier. 60 Masse pro Sekunde. Strong. Aber als ob die so viel mithelfen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Frage ist halt wirklich wohl eher, was machen die überhaupt? Naja, vielleicht waren die Vanilla so ein bisschen verbuggt. Also, was heißt verpackt, aber die 2000 Energie? Ich weiß nicht, lass mal kurz gucken, wie viel braucht der Commander? 449 für den Tier 2 Schild. Kann man halt jetzt schlecht vergleichen, ne? Und Energiespeicher. So viel wie möglich an Speicher, dass wir dann da halt noch viel Gains durchkriegen. Damit wir gleich mit den Support-Commandern besser arbeiten können. Nee. Nein, hört auf damit. Oh Gott. Saugen. Nein. Oh Gott, ja, dann baut's halt. Boah. Brad. Ja, ist egal, dann bauen wir das jetzt dahin. Das ist dumm. Da wollte ich das eigentlich nicht hinbauen, aber ist ja egal. So, ist trotzdem wichtig, dass wir das noch bauen. Da oben? Okay. Hier drei Anti-Air. Hier auch. Jetzt können wir auch hier ein Tier-2-Ding hinbauen. Mit der Shades und sorry. Hier auch drei. Effektiv halt.
Weil. Wie das auch die jetzt hier hinbauen. Irgendwo muss der Paragon ja auch stehen. Ups. Jetzt müssen wir nicht durchgehend machen. Wir bräuchten das Gunship, das T3 Gunship, das wäre so toll. Könnten halt viel mehr hiervon bauen, ne? Lustigerweise. Sind die von hier links? Die kommen jetzt mittlerweile alle hier lang gefahren. Ich weiß nicht genau wieso. Das ist nicht gut. Wir doch hier durchgehen produzieren. Da hoch. Okay. Bricks sind wichtig. Und trotzdem immer noch mehr Masse gebrochen. Komischerweise. Und zu viel Kummer an der Masse gebrochen. Das ist mir ganz weird. Sing. Ja, der Speicher sollte jetzt recht groß sein, 17k. Oh, okay. Ja, und irgendwo müssen die Nukes jetzt auch Platz finden. Dann nachher. Ja, das reicht jetzt auch. Das Ding ist, es lohnt sich nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel Bricks spenden oder so. Weil wir wollen ja erstmal, wir können jetzt noch Amalia befreien. Theoretisch. Aber Experimentals und dann erstmal alles freimachen. Hier vielleicht eine Sache übrig lassen. Ich glaube, hier muss man alles clearen. Dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber ein paar werden da schon nötig sein. Geil ist halt, wenn die nachher ja alles abdecken. Ne?
Da ist zwar noch nichts. Mir auch noch einen ziehen wollen, aber notwendig ist das da nicht. Was ist ein Energiegenerator? I doubt it. Was wir halt wirklich brauchen, sind halt wirklich ganz viele Support-Commander jetzt. Guck, dem wird geholfen. Ah ja, von dem Ding da. Neun. Minus 92. Wenn einer daran mithilft, wie viel kostet das? Wenn wir das wissen, können wir ungefähr sehen, ob wie viel wir da dran stecken können. Von denen hier. Drei, okay, alles klar. Also alle. Fletcher ist bereit, Commander, und wartet darauf, dass sie den Bereich freimachen. Hauptquartier Ende. Ja, aber es freut mich für Fletcher, dass der bereit ist. Ich würde gerne noch mal ein Schild in die Mitte setzen. Das passt aber leider so nicht. So. Und dann so. Besser. Support Commander. Ja, da. Damit können wir auch gleich dann Air Units produzieren, aber wie gesagt, das lohnt sich eigentlich nur zur Verteidigung. Zum Angriff brauchen wir anderen Stuff. Und vor allem, wenn wir hier mit Nukes arbeiten wollen. Richtig complicated.